Hallöchen, meine Freunde, damit herzlich willkommen zurück, Burscher See 2017 im LS17 zusammen mit dem Werner. Hallo. Hallo, dem Randy, dem Sachsen-Espayer. So. Haben wir noch einen Zug zum Wegschicken, Randy? Wir haben auch noch einen Zug zum Wegschicken, ja. Also der Standardzug, den du halt so kennst. Ja. Und halt, oder halt in den Fluss rein. Okay. So, was sagst du? Noch eine Fuhre Holz oder sollte ich was anderes machen? Wie du gewünscht bist. Hey, das Problem ist halt, wir haben keinen zweiten Traktor, ne? Richtig. Wir müssten wahrscheinlich auch, wenn wir einen zweiten Traktor kaufen würden, müsste man wahrscheinlich auch eine mit Frontlader nehmen, damit wir dann irgendwann die BGA leerschaufeln können. Ja, weil das mit den Förderbändern hat aus irgendeinem Grund nicht geklappt. Ah, hey. Ich guck mal ganz kurz in die Treckerabteilung. Ja. So. Etwas einigermaßen Akzeptables mit Frontlader. Gut. Ja. Was sagst du denn zum Case? Zum 1455 XL? Sagen wir mal Preise. 102.000. Leistung? 150 PS knapp. Wenn das reicht. Das reicht. Frontlader dazu kaufen und den Ladewagen, dann haben wir schon zweite Garnitur. Dann würde ich das ins Auge fassen. Du musst kaufen, ich kann das leider nicht. Also, jetzt gleich? Ja, dann kann ich direkt anfangen hier mit Ladewagen sammeln und so weiter und so fort. Wie hieß der Case? Case, Moment. 1455 XL. Achso. Mit Frontlader. Ganz wichtig. Reifen sind mir komplett egal, aber Frontlader muss er haben. Hol ich jetzt noch den Ladewagen. Bitteschön. Ah ja, da ist er. Auch schon ewig nicht mehr gefahren, das Ding. So. Und da kaufen wir später, sagst du? Achso, Moment. Ohne Ladewagen, aber sieht aber nicht schlecht aus, so. Ja, die Farbe rot, ne? Ja. Aber wenn es Aufbreit kostet, dann lass es. Ich hoffe, das passt. Sehr gut. Ist das eine Schaufel? Ja, eine Schaufel nehmen wir dazu, oder? Eine Schaufel nehmen wir dazu. Alle Momente. Ja, dann bin ich glücklich. Sehr gut, die passt auf alle Fälle. Moment. Gut, das heißt, wir haben schon mal ganz gute Start-Equip, ne? Theoretisch ja. Bagging. Und bitte. Dankeschön. Oh, was ist das denn für ein Ding? Silageschaufel. Silageschaufel. So, jetzt sind wir ausgestattet hier. Wie oft glaubst du, muss ich fahren bei dem Feld, wo du bist? Ja, schon ein bisschen. Aber gut, da habe ich ja was vor jetzt. Vorteil ist halt wirklich die Slidline dann, ja. Ja.
Alles hier in Rot, ne? Der Krone ist hinten rot. Oh mein Gott. Oh, oh, oh. So, jetzt muss ich hier links und dann wieder links und dann rechts und dann... Oh, nee, du... Guck anmachen hier. Oh, no! Läuft! So, Randy, was hast du eigentlich als nächsten Schritt gemacht in deinem Singleplayer-Dingens? Das wollte ich eigentlich die Silage in die BGR kippen. Okay, das Problem ist halt, was ich glaube, was ich sehe, wenn wir spulen müssen, also können wir nicht, oder? Doch, doch. Fahrzeuge aus, mal 120, das geht schon. Aber der Mietpreis vom FN-LKW? Das hat, waren alles nur Centbeträge, hat mich selber gewundert. Okay, ja, das ist gut. Wir können es dann ja beobachten. Ich glaube, das wird dann nur per Tag abgerechnet und das sind ja gerade mal 1000 oder so in der Drehung. Aber das sollten wir uns leisten können. Theoretisch, ja. Was, weißt du, was hier noch alles kaufbar ist? Also ein Hof oder zwei Höfe? Ein Hof, der unterste, das ist der erste Hof und dann gibt es noch den zweiten Hof. Ah. Mal gucken, wo der Randy da ist jetzt hier. Ah. So, wir haben gesagt, du bist oben. Dann fahre ich hier mal oben lang. Zack. Oh, ich glaube, hier links wäre schon gewesen. Na egal. Es gibt mehrere Einfahrten. Ach, da ist er. Alter, ist aber ganz schönes Fleckchen, ne? Ja, ja. Let the party started. Da guck mal einmal, wie viel Volumen der Ding hier hinten hat bei mir. 35.000 hast du gesagt, ne? 35.000, ja. Bist du fertig? Ja, hat lange, Alter, genug, okay. Hat lange genug gedauert. Okay. Jetzt haben wir aber nur einen Ladewagen, ne? Jetzt haben wir in dem Sinne nur einen Ladewagen, aber wie viel Prozent hast du schon drin? 22. 22% erst, okay. Ja. Da lohnt sich das auch nicht, da warte ich einfach mal. Andere Leuten beim Arbeiten zugucken ist sowieso immer entspannter, habe ich gehört. Oder in den Wald gehen und Bäume fällen. Oder anderen Leuten beim Arbeiten zugucken. Richtig, richtig. Nee, ich müsste dich ja gleich noch anleiten, wo du hin musst. Ja, das war gut. Ich gebe hier schon volle Möhre, aber mehr geht das einfach nicht, ne? Ja, 20 km/h, oder? 15. Ich sehe, ja gut. Ja gut, das war jetzt auch die erste Linie, das war dann hier vorne noch ein bisschen mehr. Ja, dann merkt man, da fährt jemand mit Lenkrad. Das ist richtig. Okay. Ne, im Rückwärts, ich wollte gerade sagen, ich bin im Rückwärts laufen ohne Player Speed schneller wie der Traktor, aber. Ja. Das hätte mich schon gewundert. Echt nur so wenig? Hm. Müsste aber eigentlich.
besser werden, würde mal hier. Ich glaube, ich habe das jetzt so alles so zusammengezogen, dass es eigentlich immer ein Kreis ist, den du fährst. Ja. Ohne großartige Probleme. Oh, jetzt verreckt er hier aber 8 km/h. Ja. Aber geht. Das ist ein Case, weißt du, der kann das. Ach, hörst du schon an wie guten. Richtig. Huckelt alles ein bisschen. Naja, naja, naja. Naja. Ah, der Hälfte müsste jetzt schon drin haben, oder? Ach, also 77 habe ich jetzt drin. Ah, 77 sogar schon. Wie viel Geld haben wir noch? 123.000. Okay. Hör mal den Glanz mal, ich müsste da ja nochmal drauf gucken. Jo, siehst du, ich guck aber auch viel. Wir haben den Glanz und dann haben wir auch noch einen Mod, oder? Weil ich habe 2 Anzeigen hier. Ja, ich weiß. Verstehe ich selber nicht, warum. Aber normalerweise ist es ja der Glanz ganz oben. Was ist der Inspektor noch mit bei? Ach, ja, dann können wir den Glanzmod eigentlich raushauen, oder? Ja, oder wir hauen den Inspektor raus. Ich mag den Glanz ehrlich gesagt lieber. Oh, okay. So, dann sind wir jetzt gleich voll. So, dann folgen Sie mir. Jawohl. Sind wir bald da? Nein. Okay. Left, left, left. Hier nicht reinfahren. Sind aber auch überall Gabelungen und Labyrinthe eingebaut. Ja, und ich glaube nicht, dass du durch die Büsche hier durchfahren kannst. Ist alles hart wie Beton. Okay. Alter, ich kann mir glaube ich eine Kieselspur legen. Hier finde ich nie wieder zurück. Ja. So. Dann einmal warten, bis der mich hier durch hat. Komm mal, danke. Ja, ich hab grün. Ah, Ladung Gras, 6125 Kilo. Mhm. Wird das gespeichert? Das wird gespeichert, ja. Geil. Oh, jetzt musst du aber Gas geben, so komme ich hier nicht hoch. Ja, ich bin schneller wie du. Hey. Ah, jetzt habe ich bremsen müssen. Ja, ja, genau. So wird es gewesen sein, oder nicht anders. So, Vorsicht, in der Kurve ist dann ein bisschen Schlamm. Ansonsten einfach nur geradeaus. Immer geradeaus, über die Schienen. Bis, ja. bis du dann wieder eine Ware siehst. Wie komplex ist das hier? Wahnsinn, ey. Ach, du musst ja komplett einmal rumfahren, sonst geht das gar nicht, oder wie? Richtig, richtig. Ist ein eigener, abgetrennter Bereich. Wär's uns zu einfach. Ja, das ist richtig. Muss ich nochmal wiegen? Würde jetzt durch die nochmal wiegen lassen, ist halt Eingang BGA. Ja, genau gleich wie vorher, komisch. Oh, ja, ja. Verstehe ich auch nicht so ganz, warum das der Hafen auch nochmal vorher wiegen will, denn dann hast du jetzt hier entweder Silo 1, Silo 2. Okay, dann ballern wir das hier gleich rein. Irgendwas wird ja gerade abgezapft, oder? Ist prinzipiell irgendwie alles laut hier, ja. Ah, okay. Was hast du gesagt? Okay. So, und die Kacke filmen wir dann hier neu und dann dürften wir ja theoretisch... Da raus, hier raus oder auch hier.
Oh Gott. Bin ins Wasser gefallen. Hey. So. Okay. Ich habe 15 irgendwas drin, aber ich bekomme sie nicht raus. Ach so, ja, hatte ich auch. Einfach ignorieren. Okay, dann gehe ich den nächsten holen, ne? Genau. Nicht rechts rum. Da ist dann gleich wieder eine Ware. Rechts rum und dann, okay. Ja, macht es Sinn, einen zweiten Ladewagen zu kaufen? Musst du einschätzen. Würde ich spontan sagen, ja, sonst bin ich hier 3 Jahre am Weg. Alles klar, dann hole ich den mal. Oder in der nächsten Folge, wie du möchtest. Dieser dezente Hinweis. Wahnsinn. Freunde, Däumchen da lassen, nicht vergessen. Beim nächsten Mal wieder reinschalten, wenn es heißt, um 3. Macht keinen Sinn, aber egal. Bis dann. Tschüdelü. Tschüdelü.